Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video über Geisterforschung. Heute sind wir auf unserem Grundstück. Diese Wiese hier, das ist unser Grundstück. Und hier nebendran befindet sich ein Gebüsch. Und in diesem Gebüsch, das ist die Sonne, die wir hier finden, werde ich euch heute einen alten Wohnwagen zeigen, in dem es schon seit vielen Jahren spukt. Zu diesem Wohnwagen gibt es auch eine sehr alte Gruselgeschichte, die ich euch jetzt erzählen werde, während wir uns durch Gebüsch auf den Weg zum Wohnwagen machen. Die Gruselgeschichte besagt, dass vor vielen, vielen Jahren mal eine Familie dort in diesem Wohnwagen gelebt hat, die sich vor einem Mörder dort versteckt hat. Und die hatten auch eine Katze, diese Familie. Und eines Tages hat der Mörder sie dann gefunden. Da ist übrigens der Geisterwohnwagen. Ihr seht ihn hier schon, das ist das Gebüsch. Der Mörder hat die Familie dann irgendwann gefunden und hat ihnen allen den Kopf abgehackt. Und die Köpfe in so eine alte Badewanne geräumt. Und die Leichen hat er irgendwo vergraben, aber man hat sie bis heute nicht gefunden. Die Köpfe hat man auch nicht gefunden. Ich bleib hier mal kurz stehen, um euch das zu zeigen. Hier ist der Geisterwohnwagen. Und man erzählt sich auch, dass das Wasser in besagter Badewanne, wo der Mörder die Köpfe seiner Opfer rein hat, seit diesem Tag pechschwarz war. Und dass sich niemand mehr getraut hat, es anzufassen. Ja. Weil niemand wusste, dass die Köpfe halt dort waren, weil es konnte ja auch keiner sehen durch das schwarz gewordene Wasser. Jedenfalls die Katze der Familie, die war auch mit in dem Wohnwagen, hat dort gelebt. Und die hat der Mörder dann auch umgebracht. Er hat ihr das Genick gebrochen mit der Hand. Hier sieht man den Wohnwagen, in dem die Familie gehaust hat, bevor der Mörder sie getötet hat. Und man erzählt sich, dass dann der Geist dieser Katze den Mörder heimgesucht hat und ihn zerfleischt hat. Und der Geist dieser Katze, der spukt noch heute am allerstärksten hier oben herum. Man nennt es auch die geheimnisvolle Geisterkatze. Die Geisterkatze ist grau und manchmal, da sieht man ein altes Fell im Geisterwohnwagen liegen von einer toten Katze. Aber dieses Fell verschwindet auf spurlose Art und Weise und taucht immer mal wieder auf. Ich habe es selbst schon mal gesehen, das Fell der Geisterkatze. Hier, das ist der hintere Raum vom Wohnwagen. Da war früher, glaube ich, noch Licht hier. Ich war schon lange nicht mehr hier gewesen. Jedenfalls, man kommt nur über diesen schmalen Gang dort hinten ins Innere des Wohnwagens rein. Muss man nicht mal hier über die Äste steigen. Und dort kommt man dann ins Innere. Man hört auch hier manchmal so seltsame Geräusche. So eine Art Klopfen und Knattern. Das sind die Geister von den Ermordeten, die immer noch hier herumspuken. Ja. Hier ist der Eingang. Man muss nur durch dieses Gebüsch hier durchziehen. Das ist das Nebenzimmer. Das hat die Familie aus Toilettenhaus benutzt, als sie in diesem Wohnwagen gehaust haben. Ich zeige es euch kurz. Ja, man sieht hier sehr, sehr verfallene Sachen, weil hier war schon seit Jahrhunderten keiner mehr drin. Also seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Das hier ist die Wanne, wo sich immer noch die Köpfe der Leichen befinden, von denen, die hier ermordet wurden. Also so sagt es die Gruselgeschichte jedenfalls. Und ihr seht ja, dass das Wasser hier drinnen schwarz ist. Also es ist auch immer schwarz. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es irgendwie dreckig ist oder so, sondern es ist immer schon schwarz. Ja, werde ich euch mit durch das Gebüsch nehmen. Ihr seht, dort unten ist der Eingang zum Geisterwohnwagen. Ja, das ist ein bisschen umständlich, hierher zu kommen.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil man hier unten nur von hier in den Wohnwagen reinkommt, weil auf der Seite ist ein Zaun, kommt man nicht rein. Ja, so sieht der vordere Bereich aus. Es ist sehr eklig, wirklich, weil so viele Spinnennetze, weil hier ja nie irgendjemand herkommt. Die haben alle Angst davor, dass sie von der Geisterkatze oder von den Geistern der Familie heimgesucht werden. Und diese Erscheinungen, die sind auch ohne Korb. Und man erzählt sich auch, dass die Geister der Familie deswegen noch hier herumspucken, weil sie auf der Suche nach ihren Köpfen sind, die der Mörder ja abgehackt und in die Wanne dort versenkt hatte, die euch ja bereits erzählte. Und die Geisterkatze, die spukt aus dem Grund hier rum, weil sie Rache nehmen will für den Tod von ihren Besitzern und deshalb keine Ruhe findet, ihr Geist keine Ruhe mehr findet. Auch als sie den Mörder schon zerfleischt und gefressen hatte, also man erzählt sich, dass sie ihn gefressen hat, obwohl ich das eigentlich so, also es könnte auch sein, dass das nicht stimmt. Jedenfalls erzählt man sich sowas. Ich hole jetzt mal meinen Geisterdetektor aus, sodass ich drin die paranormalen Signale messen kann. Und wir nehmen auch eine Taschenlampe mit, aber die werden wir nur anmachen, wenn es nötig ist, wenn es dunkel ist und mal irgendwas sehen, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, wir sind hier das Innere. Ja. Ja, hier ist es sehr dunkel. Ich mach mal eben die Lampe an. Das ist eine Taschenlampe, die nicht so sehr gut funktioniert, weil sie immer flackert. Hier genau an dieser Stelle habe ich vor ein paar Jahren die Geisterkatze, also das Fell der toten Katze gesehen. Und man erzählt sich auch, dass die halt immer wieder zum Leben erwacht und hier halt rumgeistert. Die tote Katze. Also ist sie eigentlich gar kein Geist in der Richtung, sondern so eine Art untote Katze. Sozusagen. Was eigentlich sehr gruselig schon ist. Ja. Also, hier ist der vordere Bereich des Wohnwagens. Man sieht, hier ist alles mit Tüchern verhangen und so, weil die wollten wirklich nicht entdeckt werden, hier die Familie. Die wollten überleben, weil so ein Psychopath war hinter den her und trachtete ihnen halt nach dem Leben. Und am Ende sind sie halt doch gestorben durch ihn, weil er sie halt hier gefunden hatte. Ja. Jetzt wollen wir mal ins Innere gehen. Aber wir gucken erstmal, was der Geisterdetektor anzeigt. Ja, man sieht, hier ist ein eindeutiges Signal, das auch in Richtung des Wohnwagens stärker ist. Es flackert ein bisschen, also es ist immer wieder stärker und wieder schwächer. Und es ist genau wegen der Geisterkatze, weil sie ist halt manchmal da und manchmal nicht. Ja, meine Taschenlampe spinnt schon wieder, wir müssen reingehen. Ich nehme meinen Geisterdetektor mit. So, man sieht hier. Hier sind die Dinger, wo man sich weit schieben muss und man ins Innere des Wohnwagens reinkommt. Also, scheiße, jetzt ist mein Taschenlampe schon wieder nicht mehr. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen was erkennen. Hier ist ein Schrank mit einem Spiegel, jetzt geht's hier wieder. Typisch Schrank mit einem Spiegel. Und das ist der Tisch, wo die gegessen haben. Und die haben auch teilweise auf den Bänken geschlafen, als sie gehaust haben. Hier ist es ein Bett, da hat auch immer jemand geschlafen von denen. Ich weiß es aber nicht, wie es genau war, weil es wurde halt nur so erzählt, dass es halt so war. Dieses Kissen dort, das man hier sieht, das wurde von der Geisterkatze so zugerichtet. Also man sieht ja, das ist aufgerissen und zerfetzt worden. Und man sieht hier auf dem Boden noch die ganzen Späne. Ja, die Taschenlampe spinnt. Hier ist das Regal, da haben die ihre Sachen halt auf und vorher halt aufbewahrt und so. Hier ist noch ein Tisch. Ja, und hier noch ein Schrank. Ja, wenn man hier mal zur Seite macht. Ja, noch eine Bank hier hinten. Und man sagt, wenn man nachts in diesen Spiegel reinschaut, also dieser Spiegel soll auch verflucht sein. Also jetzt ist gerade nicht ungewöhnlich zu sehen. Aber wenn man nachts in diesen Spiegel schaut, dann erzählt man sich, man würde auch sich selber teilweise ohne Kopf sehen. Was halt auf das Schicksal der Familie und auf den Spuk, der hier herrscht, aufmerksam macht. Also damit wollen die Geister einem quasi ihr Schicksal zeigen, weil sie halt keine Ruhe finden. Ja. Man sieht hier, ist das Signal sehr eindeutig. Also es bleibt auch konstant.
wie man hier sehen kann. Habt ihr das gehört? Hier war gerade ein Geräusch, so eine Art Heulen. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen von den Geistern, weil sie hören gerade, dass ich ihre Geschichte erzähle. Und sie kriegen das halt jetzt alles mit, ne? Wir wollen sie auch nicht weiter stören und den Wohnwagen verlassen wieder. Also meine Taschenlampe, die spendet, kann ich leider nicht mehr mit der leuchten. Ja, kommen wir so zum Außenbereich, Wohnwagen. Ja, ich denke, dass ich euch jetzt auch alles gezeigt habe und wir diesen Ort verlassen können. Und ja, ist ein sehr langes Video geworden, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich wollte euch das einfach zeigen, weil das ist auch wirklich sehr interessant hier. Aber jetzt kommen wir noch da, muss euch noch sagen, der Gefährlichkeitsgrad ist so, dass es wirklich sehr gefährlich ist. Es kommt auch teilweise tagsüber zu ungewöhnlichen Erlebnissen, die man hier haben kann. Und deswegen ist es wirklich für Leute, die keine Geisterforscher sind, zu gefährlich. Und es ist deswegen würde ich euch nicht empfehlen, den Weg hierher zu kommen und nicht hierher zu kommen. Also und man soll es auch nicht versuchen, weil die Geister ja auch im Gebüsch herumspucken. Das meinte ich. Ja. Also man sollte sich lieber hier fernhalten, wenn man kein Geisterforscher ist. Wenn man jedoch ein Geisterforscher ist, dann kann man hier sehr, sehr eindeutige Phänomene auch wahrnehmen und so, weil der Spuk der Spuk ist sehr stark hier, teilweise. Und die Geisterkatze kriegt man hier auch zu Gesicht, wenn teilweise, ne? Und ja. Ich werde mal, ich weiß noch nicht, ob ich das tue, weil, aber falls ich noch lang genug hier wohne, um es zu machen, werde ich hier mal übernachten, hier oben, weil wir jetzt einen Bauwagen auf dem Grund auch stehen haben, oder ein Zelt schlafen, wie auch immer, und hier bei Nacht mal filmen, wenn ich dazu komme. Aber wie gesagt, das kann ich euch noch nicht versprechen, weil ich auch vielleicht, also nicht vielleicht, sondern ganz sicher, nicht mehr so lange hier wohnen werde, in der Gegend. Aber ich werde es probieren. Damit verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.